Trader, die häufig richtig liegen, fahren am Ende dicke Gewinne ein. Das sollte man meinen. Matthias Hüppe von der HSBC, diese Regel gilt aber nicht immer. Nee, es gibt durchaus Trader, die sich damit rühmen und sagen, ich habe hohe Trefferquoten. Also ich schaffe es bei beispielsweise 10 Geschäften, 8-mal richtig zu liegen. Das hört man dann ab und an mal, auch so an den Stammtischen, sage ich mal. Aber es sagt nichts darüber hinaus, ob dieser Trader erfolgreich ist oder nicht. Also wir haben hier mal ein Beispiel, wir haben jetzt mal zwei Trader, oder man kann es auch auf Anleger beziehen. Also wir haben den einen Anleger, die haben 5 Geschäfte gemacht. Der eine Anleger hat nur 2 Gewinne gemacht, 3-mal verloren. Der andere Anleger hat 4-mal gewonnen und 1-mal verloren. Auf den ersten Blick, glaube ich, wenn man fragen würde, wer ist der Erfolgreichere, würden die meisten sagen, ja, das ist dieser Anleger, weil er hat ja so eine hohe Trefferquote, er hat nur einen einzigen Verlust gemacht in der ganzen Zeit. Füllen wir das aber jetzt mal mit Zahlen, dann sieht das Bild plötzlich ganz anders aus. Dann sehen wir, dass der Trader 1, oder Anleger 1, der, obwohl er ja nur 2-mal gewonnen hat, es geschafft hat, am Ende positiv zu liegen, während der zweite Anleger, der nur 1-mal einen Verlust gemacht hat, am Ende aber insgesamt hinten liegt. Und wenn man so ein bisschen auf die Zahlen guckt, merkt man ganz schnell, woran es liegt. Hier werden die Verluste relativ früh begrenzt und hier ist ein Verlust mal einfach zu stark gewesen und der hat alle Gewinne, die man vorher gemacht hat, überkompensiert und hat dann zu diesem Verlust geführt. Deswegen ganz entscheidend, diese Trefferquote sagt überhaupt nichts über den Erfolg aus, ob ein Anleger oder auch ein Trader erfolgreich ist. Entscheidend ist, und das ist, muss man immer sagen, das Einzige, was man auch selber als Anleger und Trader in der Hand hat, ist der Verlust. Das Einzige, was ich steuern kann, ist der Verlust. Den Gewinn, das macht der Markt, den Verlust kann ich aktiv steuern, indem ich ihm die Position wieder verkaufe. Und daran muss man arbeiten. Das ist das Entscheidende, um als Anleger und auch als Trader wirklich dauerhaft Erfolg zu haben. Jetzt kommt es ja wirklich darauf an, und die Frage ist, warum konnte der Verlust so groß sein? Das heißt, was schließen denn Anleger auch, oder auch Trader daraus, dass sie es erst gar nicht so weit kommen lassen? Genau, also das trifft es auf den Punkt, es darf niemals so weit kommen. Das ist die größte Gefahr. Also es gibt ja nicht umsonst diese Sprüche, verlieb dich nie in eine Aktie. Und ich glaube, es gibt genügend Beispiele von Aktien, die dauerhaft dann runtergegangen sind, wo man dann auch sogar noch nachgekauft hat zum Teil und sagte, jetzt mache ich meinen Einstand günstiger. Da gehen wir sehr stark in das Thema Börsenpsychologie. Auch wenn man von einer Aktie total überzeugt ist, muss man sich immer im Vorfeld überlegen, wann diese Aktie auch wieder zum Verkauf stehen sollte, weil ich kann den, wenn ich eine Aktie kaufe, ohne mir Gedanken zu machen, wo ich sie wieder verkaufe oder ein Fondszertifikat, was auch immer, dann riskiere ich eigentlich das komplette Kapital. Und das darf es nicht sein. Sondern ich muss mir im Vorfeld überlegen, wo würde ich auch wieder diese Aktie, diese Position verkaufen, um meinen Verlust dann zu begrenzen. Und das ist, das sieht man auch in sehr vielen Portfolien, also gerade bei Privatanlegern, die sind sehr erfolgreich, die haben viele gute Titel drin. Und dann gibt es aber 2, 3, 4, man nennt die manchmal auch gern Depotleichen, die werden dann schon sozusagen gar nicht mehr so richtig betrachtet. Aber das sind die großen Verluste, die man einfach durch Begrenzung der Verluste hätte nicht so weit kommen lassen und viele, und man merkt es dann natürlich, wenn man irgendwann mal in dieser Verlustspirale ist, irgendwann kommt der Punkt, wo viele dann sagen, jetzt ist es auch egal, jetzt habe ich schon so viel verloren, jetzt lasse ich das einfach im Portfolio. Und an diesen Punkt darf man nie kommen, man muss frühzeitig die Verluste begrenzen und wenn man es dann noch schafft, wie hier auch die Gewinne länger laufen zu lassen, dann ist die Trefferquote gar nicht mehr so entscheidend, dann kann man auch mit Trefferquoten von sogar 30-40% dauerhaft erfolgreich sein. Selbst, ich sag mal, 50-50, was ja so eine realistische Trefferquote wäre, ist dann gar nicht notwendig, wenn man da wirklich das Ganze in der Hand hat. Das heißt, als Trader und Anleger muss ich mir im Vorhinein am besten schon genau überlegen, ja, was das Potenzial einer Aktie ist und was das Risiko einer Aktie ist. Genau, oder? Also es sind nur 2 Sachen, die ich mir merken muss, aber das ist ganz entscheidend. Ich muss sagen, wenn ich eine Aktie, einen Fonds, was auch immer kaufe, wo sehe ich denn ein Kursziel und wo steige ich wieder aus? Das klingt jetzt erstmal banal, ja. Führt aber die meisten wirklich vor große Herausforderungen. Nach dem Motto, ja, wo soll es hingehen? Ich glaube nur, die Aktie steigt. Das ist die meiste Antwort, die man kriegt, aber das reicht leider nicht. Das ist kein System, das ist ein Glück, sage ich mal. Sondern entscheidend ist wirklich dann, dass man sich überlegt, wohin könnte sie denn steigen? Ich empfehle zum Beispiel die Chartanalyse, technische Analyse, mal zu gucken, wo war sie denn vorher? Da gibt es gute Hinweise, wo man das sehen kann und wo man auch sehen kann, wo wäre denn der Ausstiegszeitpunkt, wo vielleicht dann wieder mehr Druck kommt, dass die Aktie noch stärker verlieren könnte. Weil das Entscheidende ist, man hat einmal, wenn man das gemacht hat und sich jetzt sozusagen seine Chance definiert hat, also wie viel glaube ich kann diese Aktie gewinnen und sein Risiko definiert hat, dann sollte man beides mal in ein Verhältnis setzen und wenn man dieses Verhältnis hat, also wie viel Chance zu wie viel Risiko, kriegt man ein gutes Gefühl dafür, ob man rational oder weniger rational agiert. Und ich glaube, das können Sie uns jetzt hier anhand dieser Daten erklären. Also wir haben das einmal runtergebrochen auf den Eurobetrag und dann eben auch auf das Verhältnis. Also das Chance-Risiko-Verhältnis, machen wir es mal mit einem einfachen Beispiel. Die Aktie ist bei 100 und ich sehe ein Potenzial von 10 Euro auf der Aktie und sage, bei 90 Euro, 10% Verlust, würde ich wieder aussteigen. Das heißt, ich habe eine Chance von 10 und ein Risiko von 10. Dann teile ich also die 10 durch die 10 sind 1. Das heißt, um einen möglichen Euro Gewinn zu machen,
investiere ich 1 Euro. So, das ist das Erste. Wenn ich jetzt sage, machen wir mal ein positives Beispiel, ich glaube, die Aktie könnte um 20% steigen, also auf 120, und bei 90 steige ich aus. Wenn das Ganze dann so kommt, dann habe ich 20 Euro Chance, 10 Euro Risiko, dann ist mein Verhältnis 20 durch 10, 2. Das heißt, mit 1 Euro Einsatz habe ich die Chance, 2 Euro Gewinn zu machen. Wenn das dann so kommt. Das ist natürlich entscheidend, dass es auch wirklich so kommt, aber man muss erstmal so ein Vorgehen haben. Und ganz deutlich wird es, glaube ich, wenn es die andere Richtung ist. Also wir haben wieder die Aktie bei 100 und ich sage, na, ich glaube, die wird 10% steigen und aussteigen würde ich bei 80. Dann habe ich 10 Euro Chance zu 20 Euro Verlust. Dann habe ich 10 durch 20 sind 0,5. Das heißt, mit 1 Euro Einsatz bin ich bereit, 0,5 Euro zu gewinnen. Wenn man jetzt mal sagt, wir hatten eine Trefferquote von 50%, stellen Sie sich einen Münzwurf vor, das wäre so, wie, als wenn Sie einen Münzwurf machen würden, wo Ihnen vorher einer sagt, du gibst mir 1 Euro und wenn du gewinnst, kriegst du 50 Cent zurück. Das würde niemand machen, diesen Münzwurf. Hier passiert es plötzlich dann im Portfolio, weil man einfach zu viel Verlust bereit ist zu akzeptieren gegenüber einer kleineren Chance. Und das ist die Herausforderung. Das ist natürlich jetzt hier alles Theorie. Aber was man machen kann als Anleger ist, man kann sich seine Trades, die man in der Vergangenheit gemacht hat, seine Geschäfte in der Vergangenheit anschauen und sagen, okay, wie sind die denn gelaufen? Wie waren denn die Verluste? Wie waren die Gewinne? Und dann stelle ich das mal ins Verhältnis. Und grundsätzlich kann man sagen, wenn man so ein Chance-Risiko-Verhältnis größer 1 kriegt, herzlichen Glückwunsch, dann verdient man Geld. Ist man unter 1, dann verliert man Geld. Und wenn man dann merkt, okay, ich bin da mit meinem Chance-Risiko-Verhältnis falsch, dann muss man halt optimieren. Und optimieren kann man natürlich, indem man vielleicht früher verkauft, vielleicht verkauft man immer zu spät. Und auf der anderen Seite, man kann Gewinne laufen lassen. Das heißt nicht, wenn ich jetzt auch ein Kursziel von 20 Euro definiert habe, da muss ich verkaufen, sondern das heißt, okay, ich habe dieses Kursziel erreicht, was mache ich als Nächstes? Setze ich vielleicht Stops nach, dass ich das Ganze begrenze? Ich kann dann durchaus diese Entwicklung noch weitermachen. Ich muss natürlich nur dann entsprechend meine Stops nachsetzen, vielleicht auf das Ausgangsniveau, dann habe ich auf jeden Fall schon mal keinen Verlust gemacht und kann dann das Ganze so weiterspielen. Also das ist ganz entscheidend, das lebt mit dem Trade. Das ist auch Disziplin, aber ich sage immer, machen Sie es vielleicht mit Partner, Partnerin, holen Sie sich einfach jemanden dazu und wenn Sie einen Kauf tätigen, definieren Sie die beiden Level und dann werden Sie auch kontrolliert von demjenigen, dass er dann sagt, okay, die Aktie, Schatz, die Aktie ist jetzt gerade um 20% gefallen, da haben wir gesagt, da steigen wir aus und dann kann man nicht, nein, aber die wird sich schon erholen und die ist doch so toll, nein, das zählt da nicht, dann wird diese Position verkauft und dann kann man danach nochmal weiter entscheiden, weil das ist das Entscheidende, ich erlebe es auch häufig, dann wird man angesprochen von Anlegern, immer für Aktien, die schon in den Brunnen gefallen sind und dann frage ich auch oft die Anleger, würden Sie diese Aktie denn jetzt zum jetzigen Zeitpunkt kaufen? Da sagen sie, nein, auf keinen Fall. Dann sage ich, naja, Sie haben sie ja beim Portfolio, Sie könnten sie auch verkaufen. Wenn Sie sie jetzt nicht kaufen wollen, heißt das doch das Gleiche, als wenn Sie sie eigentlich gar nicht mehr haben wollen, könnten Sie auch verkaufen. Und dann fängt so ein bisschen auch das an zu spielen. Und dann sagen das Bewusstsein, Sie haben recht, zum jetzigen Zeitpunkt würde ich die Aktie auf keinen Fall kaufen. Und wenn man an diesem Punkt ist, ist es meist schon zu spät, aber dann ist es ein gutes Indiz dafür, dass man auch darüber nachdenken muss, weil ein Verkauf einer Aktie des Zertifikats geht ganz einfach, dass man an der Stelle auch einfach mal auf den Verkaufknopf drückt und dann vielleicht 5 Euro Ordergebühren hat. Das wird nicht entscheidend sein, aber dann ist einfach dieses Thema erstmal beendet. Nur wichtig ist, es darf halt nicht zu tief in die Verlustregion kommen, man muss frühzeitig verkaufen. Jetzt haben Sie schon viele Tipps gegeben. Das Schwierige ist ja einfach, das geht alles nach hinten gewandt, also in die Vergangenheit. Man kann wirklich immer nur den Erfolg eines Trades oder eines Investments im Nachhinein erkennen. Also Sie haben schon einige Tipps genannt. Vielleicht können Sie die noch einmal zusammenfassen, worauf Trader, Anleger achten sollten, damit eben tatsächlich diese Verluste minimiert sind. Und sollten einige Trades vielleicht sogar abgesichert werden? Sollten Anleger auch darauf achten? Absicherung ist eine Möglichkeit, klar. Kostet auch immer. Da muss man mal sehen, ob man nicht gleich, also ich rede schon mal von der ersten Absicherung, das ist der Stop-Loss. Das muss bei jeder Position gesetzt werden. Das ist ganz entscheidend. Ich sage mal, das ist der Anschnallgurt im Auto. Den haben Sie auch automatisch. Dass man also eine Linie hat und sagt, genau, darunter verkaufe ich auf jeden Fall. Ja. Das muss man definieren. Und die muss man einhalten. Die muss an der Börse sein, nicht nur im Kopf, sondern die muss wirklich an der Börse sein. Das ist entscheidend. Dann natürlich auch das Thema Kapitaleinsatz. Ganz wichtig, wenn Sie ein Portfolio haben von 100.000 Euro beispielsweise und sagen, ich streue das und mache 10 mal 10.000 Euro, dann ist das keine wirkliche Streuung, sondern man muss vor jeder Transaktion überlegen, wie viel Risiko bin ich bereit, insgesamt einzugehen. Das heißt nicht die gesamte Position, die ich investiere, sondern wo setze ich meinen Stop-Loss. Und da kann man sagen, das ist 2-3% des Portfolios als Risiko. Das ist eine gute Maßgröße. Darüber hinaus ist es viel zu riskant, weil es kann auch mal sein, dass Sie 6-7 Mal daneben liegen und dann haben Sie ganz schnell, wenn Sie 10% eben schon die Hälfte Ihres Portfolios verloren. Das kann mal passieren, wenn man in der falschen Zeit investiert ist. Wenn Sie beispielsweise nur 3% investieren, dann können Sie 34 Mal daneben liegen, bevor Sie die Hälfte Ihres Portfolios aufgebraucht haben. Das muss schon eine wirklich schlechte Serie sein. Das ist dann auch ganz entscheidend, weil das ist jetzt alles Theorie.
Damit muss man anfangen. Das ist wie in der Fahrschule auch. Man fängt mit der Theorie an und dann kommt die Praxis. Und dann erlernt man es wirklich in der Praxis. Nur ohne die Theorie kann man nicht sozusagen in die Praxis gehen. Das ist das ganz Entscheidende, dass man sich einfach nur den Gedanken macht. Und wie gesagt, ich sage es einfach, nehmen Sie sich einen Zettel, sagen Sie, wo das Kursziel ist, wo Sie aussteigen würden. Und wenn das Verhältnis schon ungesund ist, dann sollte man dieses Geschäft schon mal auf keinen Fall machen. Und dann muss man natürlich über die Zeit, Sie können natürlich sagen, ja, ich denke, die Aktie steigt auf 200. Ist das jetzt seriös oder nicht? Realistisch, Das ist realistisch. Das zeigt sich dann erst mit dem Zeitablauf. Und da muss man natürlich, wenn man das jetzt 10, 20 Mal gemacht hat, dann sieht man auch, kriegt man auch ein Gefühl dafür, wie realistisch bin ich eigentlich mit meinen Kurszielen. Halte ich mich an die Disziplin. Aber man wird sehen, wenn man das über die Dauer macht, und das merkt man, wenn man mit jedem Trader spricht, der das wirklich auch, sage ich mal, als seinen Lebenserwerb macht. Das Risiko, das ist das Einzige, was Sie steuern können. Und da muss Disziplin rein. Und wenn man die Disziplin hat, und das gilt nicht nur für die Trader, das gilt genauso für die Anleger, die ganz normale DAX-Aktien oder auch Fonds kaufen, man muss sich immer überlegen, wo man aussteigt, wo man ein Ziel hat. Und wenn man das dauerhaft macht, kriegt man ein gutes Gefühl, wie gut man darin auch ist. Wenn man feststellt, dass man vielleicht so gut daran nicht ist, dann sollte man anderen die Aufgabe geben, das zu managen. Aber ich glaube, viele Privatanleger haben eigentlich kein Problem, dass sie die richtigen Aktien raussuchen für die Gewinne. Sie haben nur das Problem, dass sie die schlechten Aktien zu spät verkaufen. Das ist in den meisten Portfolien das Problem. Und wenn man einfach sein Risiko begrenzt, weil das hat man immer in der Hand, dann wird man automatisch schon erfolgreicher. Ganz herzlichen Dank, Matthias Hüppe von der HSBC. Ganz viele Impulse hier heute für das richtige Traden. Ja, und auch an Sie, liebe Zuschauer, nicht die Trefferquote ist entscheidend, sondern die Verluste zu minimieren. Ganz herzlichen Dank für Ihr Interesse.